sehen Sie mich so an? Sagen Sie es ihr. Was sagen? Was zur Hölle ist hier los? Als Sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz? Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Was ist mit Keith passiert? Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Ich muss mich übergeben. Los, weiter. In der Nähe gibt es eine Kolonie. Headley's Hope, oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulako übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass sich die United States Colonial Marines mit Valent Yutani im Krieg befinden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu meiner Weihnachtsaufnahme aus diesem Jahr. Weiter geht's mit Colonial Marines, unschwer zu erkennen, 24. Dezember heute, um, ja, 20.10 Uhr ungefähr. Beim letzten Mal sind wir ja durch die Fluchtkapsel, glücklicherweise haben wir noch unser Leben finden können oder retten können und sind dann hier auf diesem Planeten gelandet. Und dürfen uns jetzt hier durchschlagen, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Da gab es eine Abzweigung, aber gehen wir erstmal hier lang. Sie können doch sprinten! Und alle von unserer Crew sind jetzt hier an Bord. Bishop hat schon weise Worte getroffen und gesagt, sie werden sterben. Nee, die Bella war ja mit dem Facehugger verseucht. Achso, ihr seid dahin schon. Zwei Truppen mit einer Valent-Yutani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen Überlebenden des Planeten, die es auf die Sulaco geschafft haben. Als sie auf Fury 161 gelandet sind, heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es hierher gebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Augen auf, Raid. Ja, das war gerade eine Anspielung nochmal auf die Filmreihe. Was ist hier los? Nee, das Mädchen, ne? Ripley. Kennt man ja alle schon, die Charaktere. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, wie das Mädchen heißt. Hope? Weiß ich es gar nicht. Hieß die Hope? Wie hieß die Katze? Ich weiß es nicht mehr. Ich will nicht bleiben und rausfinden, was das war. Darf ich nicht, oder? Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber Headley's Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Was hast du da eigentlich? Ah, okay, du lässt uns rein. Sehr nett von dir, danke. Ich habe übrigens nicht geguckt, fällt mir gerade ein. Scheiße, wegen Easter Eggs. Wollte ich eigentlich extra also gemacht haben. Dann zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen über 100 Leute zusammentrommeln. Wo sollen wir die denn hernehmen? Scherzkeks. Ich bin übrigens jetzt etwas gehandicapt. Gab gerade richtig lecker Fondue. So wie es ja immer wieder lecker ist. Aber ich habe ja schön beim Brot schneiden, ne? Weil man nicht mir unbedingt ihr Auto zeigen wollte aus dem Ü-Ei. Habe ich nicht aufgepasst. Und was mache ich? Schneide mir erstmal voll ein Stück vor der Daumenkuppe ab. Mom, also so ein Fätzchen. Ich bin's. Anne, ich weiß, ich wollte dich nicht mehr um Geld bitten, aber ich... Wir müssen nach Hause. Und die Firma zahlt nicht für einen Shuttle. Es geht um Russ. Wir haben dieses Ding gefunden. Ich dachte, es hätte ihn getötet, aber dann ist es gestorben. Einfach gestorben. Er sagt, es geht ihm gut, aber ich habe ein komisches Gefühl und... Mama, bist du okay? Dad wartet in der Cafeteria. Okay, Newt, einen Moment, Schätzchen. Ich rufe wieder an, Mom. Tja, klingt auch noch am Facehugger. Warum hast du zwei Waffen? Ich will auch zwei Waffen tragen können. Nö, da gehe ich nicht lang. Ganz vergessen. Was? Ah, jetzt darf ich durch. Ne, hier liegt aber nichts, okay. Gut. Mein Radar empfängt was. Schön. Gucken wir mal, wo.
Okay, direkt dahinter offensichtlich. Oder über uns. Klingt zumindest so. Sie haben nur irgendjemandes Habseligkeiten aufgespürt. Mann, keinen Fehlalarm, bitte. Okay, ich dachte, das wären jetzt Facehacker-Leichen. Ich wollte morgen auch schon fleißig. Ich hab schon das Battlefield-Video noch fertig gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt mittlerweile so schnell schaffe. Das war schon auf jeden Fall das schnellste Video bisher. Winter, schweißen Sie die verdammte Tür auf. Ja, ich komme sofort. Aber wenn man es halt ganz gut vorbereitet oder anständig vorbereitet, dann geht es auf jeden Fall auch deutlich schneller. Müsste ich mir mal zu Herzen nehmen und immer so machen. Aber gut, jetzt hat sich auch mal Zeit gehabt, ne? So, Sesam, öffne dich! Vorsichtshalber, ne? Habe ich schon meine Waffe bereit? Ich nehme über die. Nichts kommt hier durch. Ich glaube, du musst erstmal den Bereich laden. Ja, okay, die ist eh schon tot. Da kann die auch vorrennen. Kein Thema. Natürlich, Sir. Oh, cool, da waren Doc-Tags, hab ich gar nicht gesehen. Winter, machen Sie sich am Terminal zu schaffen und bringen Sie den Tisch zum Laufen. Was für ein Terminal? Ach, da hinten, okay. Ach, das war die Geschichte. Jetzt kann ich mir wieder so halbwegs dran erinnern. Scheint, als wäre da jemand durch den Boden gefallen. Also gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, ich würde Sie gern begleiten. Ich könnte Sie beschützen. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter sich in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Verstanden. Wird erledigt, Sir. Okay. Wo soll man zuerst hingehen? Hier? Na, da du ja schon lang gehst, weiß ich nicht. Wir können mal gucken. Wie viele? Viele. Jawohl, Babyface. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Und die Mädels gehen da hinten lang. Gut, dann nehmen wir halt nicht das Nummernpad. Ah, okay. Wupp. Vier Stück noch. Bishop, hier ist 3-3. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch vier weitere. Nein, drei. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. Machen Sie weiter so. Scheint, als hätte sich hier jemand ganz schön heftig zur Wehr gesetzt. Alle Waffen. Ich nehme jetzt hier lieber meine Shotgun raus. Ich bin nur so ruhig, weil die ganze Zeit am Labern sind. Nicht, dass ihr denkt, ich schlaf gerade ein. Aber ich mag die Atmosphäre hier gerade ganz gerne. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Diese Forschungsstation hier, oder? Ist das eins von den Dingern, das Bella angegriffen hat? Winter, was geht hier vor? Wollen wir selbst mal gucken. Da hinten? Okay, habe ich einen übersehen? Mag sein. Gehen wir erstmal hier weiter. Da kommen wir nicht durch. Ja, da hinten. Alles klar. Okay, das sind nur meine Freunde. Okay, Bishop. Sensor 4 müsste funktionstüchtig sein. Verstanden, Winter. Einer noch. Gut, den kriegen wir auch noch hin. Das ist übrigens doch nicht die Mission, die ich beim letzten Mal dachte. Also als ich letztes Mal aufgehört habe. Actual, bitte kommen. Sensor 5 einsatzbereit. Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger, Winter, das sieht sehr gut aus. Bishop, was geht hier vor? Stromstöße. Winter und O'Neill, der Sensor im Leichenraum ist ausgefallen. Seht euch das mal an und kommt zurück zur Zentrale.
Actual over. Zur Zentrale. Welcher ist das denn? Ach, der hier. Okay. Wie praktisch. Ich habe aber Gegner gehört. Winter, O'Neill, irgendwas ist euch auf der Spur. Bewegt euren Hintern umgehend zur Operationszentrale. Gab's da keinen Durchgang? Nee. Okay. Ja, kommt her, ihr Schweine. Bleib stehen, Junge. Bounce! So. Ast rein. So macht das Spaß. Wenn es dann einfach mal funktioniert. Ach, bleib doch hier, du feige Sau. Oh. Jetzt sehe ich gerade noch kein Alien. Alter! Nein, 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 nein. Arschloch, echt. Kann ich die nicht irgendwie aktivieren? Muss irgendwie aktivierungsfähig sein. Hier ist auch noch einer. Fuck! Okay, geil. Fatality. War keine Absicht. Aber können wir auch. Gut, Vorsicht. Ich habe Flammenwerfer. Kommt mir bloß nicht zu nahe, ihr Schweine. Okay, dein Kopf läuft aus, das ist ein gutes Zeichen. Nein, ich bin tot. Scheiße. Fuck. Ja gut, okay. Warum interessiert sich der Flammenwerfer nicht? Lauf doch wenigstens weg oder so. Du Drecksau. Na gut. Man kann ja auch nicht alles direkt schaffen, ne? Wo war der Kontrollpunkt, nachdem ich, glaube ich, den einen Sensor zurückgesetzt habe? Jo. Halb so gut. Dabei war unser Sturmgewehr bei, weil es ist eigentlich ganz geil gegen die Aliens. Entschuldigung. Zählt als zerstückelt? Ach so, habe ich schon geschafft. 5 Feinde im Nahkampf. Puh. Okay, aber vielleicht kann ich hier dann die 5 Aliens auf einmal vielleicht schaffen. Dumme Drecksau, echt. Schon mein Panzer gefressen. Ring! So, Penner. Aber war's das jetzt? Natürlich nicht. Hau doch auf die Fresse, Mensch. Meine Güte. Okay. Aus Versehen geschafft. Ja, aber ich lass mal kurz meine Energie wieder aufladen. Hallo. So, weg. Du schießt nicht? Ich kann sagen, komm ja, du gerade hinter dich da entlang getingelt. Wo sollst du auch schießen, ne? Wäre ja sinnvoll. Ich brauche Energie. Von wo? Ja, geh mal rein, genau. Das kriegen wir schon hin. So, ihr blöden Schweine! Du dummes Schwein! Heilige Scheiße. Brauchst Medipack, ganz schnell. Okay, Shotgun. Ist geritzt. Penner. Okay, Kontrollpunkt erreicht, sehr gut.
Ja, Sir. Wir holen's uns. Jetzt muss ich natürlich das scheiß Geschütz hier auch noch holen. Ich werd bekloppt. Da war es auf dem Flur. Ein Geschütz auf dem Flur. So. Gut, dann suchen wir nochmal. Wir hoffen, dass hier jetzt nichts Böses ist. Hier müsste das sein, ne? Tada! Halt sie eins gedrückt, um das Geschütz aufzustellen. Beim Aufstellen des Geschützes sind sie anfällig gegenüber feindliche Angriffe. Super! Schön! Gut, das sieht auch so aus, als würde es ein paar Kilo wiegen. Das kann ich dann ausnahmsweise mal nachvollziehen. So, wo packe ich denn mal am besten hin? Ah, okay. Alter, ist Munition. Gut zu wissen. Will das zweite auch noch holen?